Bereits heute Nachmittag, liebe Frau Präsidentin, waren wir zusammen in der Stadt unterwegs. Im Museum Kulturscheune wurde uns die Ausstellung vor 90 Jahren Generalstreik in Mössingen gezeigt. Danach ging es ins Rathaus, wo die Dauerausstellung zum Thema zu sehen ist. Der Erinnerungskubus zum Mössinger Generalstreik. Den Rathausbesuch haben wir mit dem Eintrag ins Goldene Buch der Stadt Mössingen verbunden. Und morgen steht noch der Besuch der Forschungs- und Archivstelle Arthur und Felix Löwenstein im alten Rathaus auf dem Programm. Mössingen schreibt eine einzigartige Ortsgeschichte am Anfang der NS-Zeit. Mössingen, meine Damen und Herren, hat sich seit 2021 nun der dauernden Erinnerung an die Geschichte des 31. Januar 1933 angenommen. Doch der Weg dahin, der war lang, hitzige Diskussionen waren aufgekommen und der Jahrestag war geprägt von einem Ringen um die Bewertung des Generalstreiks. Hallo, ich bin Timna. Ich bin Zehntklässlerin am Carlo-Schmidt-Gymnasium in Tübingen und mich fasziniert Geschichte schon mal generell. Ich bin geschichtsaddicted, also Suchti. Ich bin süchtig nach Geschichte, ich liebe Geschichte. Mir ist es aber auch generell so ein Anliegen, Geschichte lebendig an meine Generation weiterzugeben, weil mir ist es ganz oft aufgefallen, dass Geschichte im Unterricht als oh, das langweilige Fach, das eh keiner will, das juckt ja eh keinen, so wahrgenommen wird. Und ich will dieses Image so ein bisschen ändern und zeigen, ja, Geschichte kann man mit Geschichten lebendig erzählen. Da sind wirklich Menschen dahinter. Einfach weitermachen und uns dafür engagieren und dass das Thema präsent bleibt und dass die Menschen auch immer noch sagen, ja, es sind nicht nur Zahlen, es sind nicht nur Opfer, es sind Schicksale, Menschen, die dahinter stehen, und das ist lebendig und das müssen wir lebendig erhalten. Wie vermitteln wir auch künftigen Generationen, dass sie die Ereignisse von damals auch fortan betreffen? Ich bin jeder und jedem Einzelnen sehr dankbar, der sich der Verantwortung aus der Vergangenheit annimmt und im Heute sich engagiert. Eine großartige Möglichkeit ist die Ausbildung zum Jugendguide in Gedenkstätten, wie sie von der Landeszentrale für politische Bildung und hier im Kreis Tübingen angeboten werden. Unsere Demokratie hat nur dann eine Zukunft, wenn das Erinnern eine Zukunft hat. Darum gilt es, sich mit der eigenen Geschichte auseinanderzusetzen. Darum gilt es, ihre dunkelsten Winkel auszuleuchten. Darum erzählen wir uns als Gesellschaft von den Gräueltaten von einst. Wir erzählen uns davon, weil wir erst dann wirklich verstehen, woher unsere heutigen Werte stammen und dass wir sie mit aller Kraft verteidigen müssen. Unsere Verfassung, unser Grundgesetz, unsere Achtung der Freiheit, der Gleichheit und der Menschenwürde ist eine Antwort auf die Grauen des NS-Terrors. Aber Gesetzestexte alleine können unsere Werte nicht garantieren. Dazu braucht es Zivilcourage. Es braucht Menschen. Menschen, die aufstehen, wenn diese Werte angegriffen werden. Darin besteht unsere Pflicht als mündige Bürgerin und als mündiger Bürger, als Demokratinnen und Demokraten. Die Zukunft des Erinnerns
und die Zukunft unserer Demokratie. Sie liegen in unser aller Hand.